Und das nächste Paar, unser nächstes Paar steht auch schon in unserem Starthäuschen. 283 Mal ist sie für Österreich beim Weltcup-Skirennen gestartet. Jetzt wechselt sie von der brettelharten Piste aufs glatte Parkett und fädelt beim Wiener Walzer hoffentlich nicht ein. Paar 04 sind Michaela Kirchgasser und Vadim Gabusow. Hallo, grüß euch, ich bin die Michi Kirchgasser. Ich habe eine wunderschöne Zeit gehabt in meiner Karriere, die ich mit sehr vielen Erfolgen feiern habe dürfen. Ja! Und speziell natürlich Schladming, dass es dann genau da passt, meine erste Einzelmedaille zu machen, ist natürlich sensationell gewesen. Aber das ist alles Vergangene. Jetzt wird getanzt und ja, ich freue mich narrisch. Hallo! Hallo! Alright, oh my god, das ist so exciting wieder, das beim ersten Training da zu sein. Konditionell geht's recht gut. Natürlich, dieses ganze Verbiegen, Auftragen ist genau das Gegenteil, geht zum Skifahren. Von Skifahrerin in eine Tänzerin. Ich glaube, der große Unterschied ist, im Sport zählt nur die Sekunde, egal wie du drüber kommst. Und hier ist es, wie du wirkst. Wir haben Wiener Walzer. Hast du jemals im Leben getanzt, Wiener Walzer? Ich glaube. Und das muss magisch sein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vom Sport her kenne ich das, dass es ganz, ganz wichtig ist, die Sprache des Trainers zu verstehen. Seit Toilettenposition. Du bist eine vertikale Banane. Prinzessin Hand mit Connections? Yes. Schreibmaschine? Es gibt oft Sachen, die kann man genau wie andere genau gleich sagen oder erklären und ich verstehe es nicht. Du musst immer das Gefühl haben, jemand zieht dich hier. Da, aber bleib auf den Fersen. Das Glück habe ich, dass ich das von Vadim, seine Sprache quasi kapiere, weiß genau, was er meint. Yes. No ist Bahnhof, aber ja. Wir probieren. Im normalen Leben 1 plus 1 ist 2, aber im Tanzen 1 plus 1 ist 1. Zwei Körper werden ein Körper. Ich wünsche mir für den ersten Tanz, dass wir die Verbeugung machen und dass man dann der Vadim irgendwas sagt, das war cool, das war nice. Oh, I like. Schau, wie schön. I like. Schönen Abend, auf Wiedersehen und bis morgen. Paar 04 tanzt einen Wiener Walzer. Hier sind Michi Kirchgasser und Vadim Gabusow. You might think a sweep's on the bottom most rung. Though I spend me time in the ashes and smoke, in this old wild world there's no happier bloke. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Ein toller Auftakt von euch beiden. Nice, er hat's gesagt. Michi, du strahlst.
Wir kennen dich natürlich sonst auf den steilen Pisten. Jetzt sind wir hier am flachen Tanzparkett. Wo ist eigentlich die Verletzungsgefahr größer? Noch habe ich keine blauen Flecken, nicht. Das ist beim Trainieren öfter mal passiert. Von dem her geht's gut, er behandelt mich gut. Das heißt, nur dabei bin ich beim Skifahren verletzungsanfällig, aber das ja, bleibt hoffentlich so. Ein netter Trainer. Wenn du gut bleibst, bleibst du. Nein, ich werde zart sein. Und wir haben bei euch im Film verschiedene Fachbegriffe gehört. Ich darf kurz vorlesen: vertikale Banane, Schreibmaschine. Toilettenposition, können Sie die nochmal vorzeigen? Ja, also man muss die Bildsprache benutzen, damit man es besser versteht. Ich bin eine vertikale Banane und sie ist eine gekrümmte Banane. Ja, und wie geht die Toilettenposition? Die ist beim Seitschluss. Zeig lieber die Banane, Toilette. Also nicht so das Hockeln. Okay, das werden wir später vielleicht noch eruieren. Jetzt schauen wir mal, was die Jury sagt. Der erste Wiener Walzer hier in der Staffel, beurteilt von 3 Nicht-Wienern. Was sagt Carina? Also, ich bin mit Herz und Seele Wienerin eigentlich. Danke fürs Annehmen. Und ich liebe Wien und Wiener Walzer ist überhaupt eine Tradition. Sie haben eigentlich fabelhaft getanzt. Es war sehr, sehr schön. Nur technisch gesehen, natürlich, wie immer, Skifahrerinnen haben das gleiche Problem. Ja? Von vorne sehen sie wie ein junges Madel aus, 19, von hinten 90, ja? Ein bisschen Oma. Weil immer die Schultern hoch, Schultern vorne. Das, schauen Sie sich das von Vadim an, der wird noch mit 90 aussehen, wie pur. Also, echt? Ja, sicher. Ich hoffe, werden wir weil, sehen. Weil er so eine Haltung hat, ja? Also Schulter runterziehen, egal wie, was das ihnen kostet. Und sie wissen ja, was hartes Training ist. Und sie wissen ja auch, was sein Ziel ist. Also habe ich einen harten Trainer. Ja. Aber sie wissen auch, was ein Ziel ist. Also setzen Sie sich dieses Ziel und verfolgen Sie das Ziel. Sie können es schaffen, glaube ich. Und die Bewegungen sind noch ein bisschen zu kurz ausgefallen. Also fühlen Sie... Scheiße. Also können Sie ein bisschen so Vogeln drauf zeichnen, dass man weiß, dass hier ein Glas ist, weil ich fühle mich unwohl. Das machen wir bis zum nächsten Mal. Dankeschön für dein Urteil, Bollasch. Was sagst du? Ja, Wiener Walzer, glückliche Wuschen eigentlich, oder? So als Einstieger Wiener Walzer, nicht wirklich viele Schritte, sage ich mal, leicht zu merken. Man muss Eli bis 6 zählen, man kommt nicht einmal auf 7 oder 8. Es wird eine von so einem Dingsbums da getragen wie der Vadim, der irgendwann einmal... Ist so viel trocken mir jetzt, aber danach wieder nicht. Irgendwann einmal ein Tänzer gewesen ist. Sie tragt sich selbst gut. Danke. Oder? Vadim, wo warst du eigentlich die letzte Zeit? Ich freue mich sehr, wieder da zu sein nach 6 Jahren. Danke, dass du das ansprichst. Danke, dass ich hier sein darf überhaupt. Der ganze Ballroom freut sich. Dirk, hoffentlich auch über dein Urteil. Ja, ich bin ein Wiener. Fast schon, ja. Nur mal zur Information. Er ist schon. Ja, den Vadim, wir kennen uns ja schon länger, Vadimchen, ne? Und du hast das wieder sehr gut gemacht. Also die Michi hat natürlich auch einen tollen Partner. Aber es war wirklich... sehr traditionell und charakteristisch Wiener Walzer, ja, Weltkulturerbe Wiener Walzer, sehr gut umgesetzt in der Charakteristik, sehr positiv vertanzt, schöne Choreografie, die Haltung gut, der Kopf vielleicht ein bisschen weit hinten, aber mir hat das sehr gut gefallen. Dankeschön. Danke dir. Dankeschön euch beiden. Danke. Ab zum Klaus. Der Wiener Walzer ist für Michi und Vadim Geschichte, aber Sie zu Hause, Sie können an der Geschichte von den beiden natürlich noch mitschreiben und die beiden mit einem Anruf oder einer SMS unterstützen. 09010 59 09 04. So, Wiener Walzer. Natürlich hat das ungarische Krokodil dann ein bisschen runtergetragen. Ich weiß nicht, was er sagt. Ihr habt das leichter wuschen. Das ist dir doch aufgefallen. Du hast ja geglaubt, du kannst Wiener Walzer tanzen und dann ist dir erst aufgefallen, eigentlich nicht. Ja, das ist quasi so dieser, sag jetzt mal, Landwalzer dazu. Ich habe halt die 3 Schritte gekannt. Ja, die 6, aber viele. Dann auf einmal habe ich Ausfallschritt zwischendrin machen müssen. Und das ist halt dann etwas. Also für unsere Augen sind sie geschwebt, oder? Ja, also. Dankeschön. So ein Luftkissenwalzer war das. Wunderschön, links, rechts, alles gut. Ihr habt ja 2 gute Kommentare, habt ihr gekriegt. Bollasch hat mit dir offenbar ein Hühnchen zu rupfen, weil du lange nicht da warst, keine Ahnung.
Ich bin wieder da und wir arbeiten an allen. Und alles andere zählt nicht, Ausschluss. Er ist wieder da. Wir sind sehr froh, dass der Vadim wieder da ist. Jetzt Michi, muss ich sagen, ich habe ja ein bisschen deine Interviews gelesen. Es war für dich der Wiener Walzer eine Herausforderung, aber die größere Herausforderung ist für dich der Wiener Straßenverkehr. Wieso? Bitte. Naja, ich bin halt mit dem Auto gekommen und unser schönes Wilsmoos ist fein, klein, natürlich auch sehr, sehr viel Verkehr, aber wir haben einen Kreisverkehr. Ihr habt einen Kreisverkehr, schon viele. Ja, aber kein Zebrastreifen, kein Ampel, nichts. Und dann kommt man nach Wien, wo es teilweise 3-4-spurig ist, Nebenfahrbahnen, Straßenbahnerhöhungen, Einbahnsystem, ja, alles Mögliche. Und das Auto steht mittlerweile daheim und ich gehe sehr, sehr viel zu Fuß. Deswegen fahre nur ich mit der Zeit. Das heißt, ihr habt im Wilsmoos nur einen Kreisverkehr? Genau. Und der ist natürlich, der ist frequentiert, da steigt da keiner aus. Das ist also wenn du jetzt durch Wien Auto fährst, ich rufe auf, bitte alle Autofahrer, was fährst du für Auto? Nein, er steht daheim mittlerweile. Er steht daheim, aber du könntest wieder Auto fahren, aufrufen, ein Blaulicht und dann bitte die Rettungsgasse bilden. Das ist die Rettungskirchgasse bilden für die Michi. Jetzt schauen wir mal, wie viele Punkte ihr kriegt, das bin ich selber gespannt. Ja, ihr habt da drüben sehr viel Spaß und jetzt wird's ernst. Die Wertung der Jury, Dirk Heidemann. Von mir eine 8. Karina Sakisova. Auch ich hatte Spaß. 8. Und Bolasch Ecker. Wenn jemand so lang weg war wie der Vadim, muss schon ein bisschen noch mehr zeigen. Ich gebe nur 6. Das sind 22 Punkte für euch. 22 Punkte ist nicht so schlecht. Hallo, sind auch nicht mehr der Dreite. So viel haben sie gar nicht zum Vergeben. Bitte, nehmt das Mikrofon mit. Danke. Setzt euch nieder.